Hallo Leute, es freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Ja, heute bauen wir mal nichts auf, sondern es geht direkt ums Aufbauen. Wir wurden bereits mehrfach angesprochen per E-Mail, wie das eigentlich aussieht, wenn jemand einen Mock gemacht hat oder was Hübsches aufgebaut hat, als Bild oder als Film, ob wir das bei uns veröffentlichen würden. Prinzipiell ja. Wenn es nicht von irgendeiner Internetseite kopiert ist und uns zugeschickt wurde, dass das vielleicht irgendein anderer gemacht hat, dann ist das für uns kein Problem. Also wenn ihr irgendetwas zusammenbaut und lasst dann Handy dabei laufen und habt aber keinen YouTube-Kanal oder traut euch irgendwie nicht, ist euch peinlich oder sowas, dann schickt uns das einfach zu. Die E-Mail-Adresse steht auf unserer Homepage bzw. in der Kanalinfo und oder fragt erst an, ganz wie ihr wollt. Ja, wir haben auf keinen Fall was dagegen. Wenn ihr euch hier sozusagen sagt, hier, ich will da mal ein Bild, ein Video oder ich habe einen Mock gebaut, selber einen Mock gebaut, nicht von irgendwo anders. Irgendwo weggemockt. Ja, da ist das für uns auf jeden Fall kein Problem. Nochmal ein kleiner Hinweis. Bricks for the Kids läuft immer noch. So, wir haben jetzt erst die Brickheads gemacht. Und daraufhin hat uns Traveler ein Bild zugeschickt von einer Reihe Brickheads, die er zu Ostern aufgestellt hat. Ich habe es jetzt hier in Schwarz-Weiß einfach mal ausgedruckt. Bild blende ich jetzt einfach mal ein. Ist vielleicht einfacher und schöner. Traveler als Fensterdeko schön zu Ostern stehen gehabt. Ja, fand ich eigentlich ganz okay. Wie gesagt, falls ihr so Kleinigkeiten habt, schickt's uns. Können auch Großigkeiten sein. Können auch 3-Stunden-Videos sein, gar kein Problem. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. So, wenn uns ein Bild erreicht, dann fragen wir euch nochmal, ob wir das veröffentlichen dürfen und brauchen dann eure Zustimmung und dann machen wir das. Ihr werdet selbstverständlich bei uns im Video genannt mit eurem Nickname, wie ihr bei uns als Abonnenten seid. Also wenn sich jetzt einer nennt Yoda vom Turntable, dann wird es auch Yoda von Turntable genannt. Und nicht Karl Schulz, wie er vielleicht heißt, oder Erwin Meyer oder sonst irgendwie. Der Name selbst interessiert uns nicht. Ja, so werden wir das dann handhaben, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann eben halt nicht. Aber es gibt einige Anfragen, waren bereits da, die gesagt haben, ja, ich habe da so ein kleines Video, traue mich da irgendwie nicht und so. Und dann ist das für uns kein Problem. Wir haben auch schon jemanden, der hat Videos bei YouTube eingestellt. Ja. Fand ich auch gut. Das sind wirklich gute Videos von Panzern, die er zusammenbaut. Ja, das sind sehr schöne Sachen. Da tun wir das natürlich auch selbstverständlich verlinken, wenn er einen eigenen YouTube-Kanal hat. Ja, das war's an für sich im Großen und Ganzen. Für heute eine kleine Zwischeninformation, was wir hier alles machen und nicht machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder die Idee, Daumen hoch, abonniert uns. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr da mitmachen oder nicht? Und wenn ihr sagt, ja, ich will das aber nicht so in der Öffentlichkeit, ist alles kein Problem. Wie gesagt, auf unserer Homepage, LB, ist unsere E-Mail-Adresse, beziehungsweise hier bei den Videos in der Kanalinfo ist ebenfalls die E-Mail-Adresse. Einfach kurz schreiben. Er tut sie nochmal reinschreiben ins Video und dann kriegen wir das schon geregelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Ich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder
so seltsame Steine aufeinander klopfen. Ja, wie das hier hinten ja, zum Beispiel. Genau. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Macht Spaß. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.